Da ich jetzt wusste, wo die V2-Produktionsstätte war, glaubte ich, fast am Ziel zu sein. Ich musste es nur hineinschaffen, die drei restlichen Ziele eliminieren, den Ort in die Luft jagen und nach Hause gehen. Ganz einfach. Ja, ganz einfach. Also, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Sniper Elite V2. Eigentlich ist es ja noch gar nicht so lange her, dass ich eigentlich die ersten drei Folgen aufgenommen habe, aber ihr werdet lachen. Ja, ich weiß nicht mehr viel, ja. So, ich weiß nur noch, dass wir in der letzten Folge sogar was freigeschaltet haben. Was weiß ich nicht, aber ein paar. Okay, neuer Gegenstand. Die deutsche Luger verfügt über eine hohe Schussrate, verursacht aber auch weniger Schaden. Das ist eh klar, ne? Okay. Ja, die MP40, da haben wir noch nichts Besseres. Oder besser, eine andere Waffe halt, ne? Ich weiß nicht, Landmine, Stolperdraht, Dynamit, bla bla bla, ist nicht so interessant. Wir müssen da in diese Fabrik oder halt die Leute töten, am Anfang mal infiltrieren und schauen, was so abgeht. So, ich starte mal. So, da wären wir. Okay, wir müssen da ganz nach vorne. Dann wäre es doch praktisch, wenn wir den Kerl da oben einfach mal eliminieren. Können wir uns einen schönen Überblick? Ich kann euch von hier aus sehen. Was? Naja. Auf jeden Fall. Mal hier hochklettern. Dann können wir mal. Und tschüss. So, Munition. Okay. Das ist ein nerviges Geräusch. So, dann ziehe ich mich mal um. Gut, da müssen wir hin. Okay, okay. Ah, jetzt reicht's einmal. Gibt's ja nicht. Da hinten ist noch einer, glaube ich. Ja. Ist noch ein Wachpunkt. Wachposte. Ja. Ich glaube, das war's, ne? So reinschleichen oder gleich mal anfangen, ein paar von den Leuten hier zu attackieren. Ah, ich schleiche mich mal rein. Mal sehen, was man so. Was man so machen kann. Sich irgendwie gemütlich einschleichen kann. Shh. Nicht zu viel laufen. So. Ja, da hoch geht's, glaube ich, eh nicht für uns. Von dem her würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal ganz gemütlich hier runter. Das sieht uns nämlich keiner. Was zum Teufel? Ah. Macht eine schöne Staubwolke. Kann man genauso unterschreiben, ne? So, hier drin hört man den Typ, Gott sei Dank. Oh, da steht einer. Okay. Gute Nacht. So. Ich dachte, kann man den Kerl so? Würde ich mal sagen. Auf die Toilette. Ja.
Meine Güte. So. Ja, für Springfield ein paar. Bisschen Munition. Ich weiß nicht, Sniper oder. Alter, das nervt. Das nervt echt. Oh, hier ist noch was. Okay. Kann man das ausschalten irgendwie, oder? Ich weiß, das ist jetzt dämlich, aber ganz ehrlich, ich finde es einfach interessant. Whee! Zack! Whee! Tot! Nö, gar nicht wahr. Überprüf die Fenster! Natürlich! Schaut auf den Dächern nach! Ja, das wäre eine gute Idee. Ah, ich weiß schon, wo, wann man schießen müsste. Wenn das Ding zum Beispiel losgeht, ich glaube, das sind solche diese kleinen Momente, wo man schießen sollte. Ah, das sollte ich mir merken. Ich meine, jetzt ist es egal, aber. Da verstecke ich mich irgendwo, ich bin ein Sniper. Okay. Ach, verdammt. Da unten ist auch einer. Scheiße. Er ist hier irgendwo. Fuck. Schaut euch um. Nein. Da bin ich nicht. Ja, zumindest. Haltet die Augen auf. Ja. Findet ihn. Okay. Kontakt! Ach Gott. Okay. Wir machen das Ganze nochmal. Das war einfach nur schlecht, würde ich sagen, ne? Okay. Auf ein neues, ne? Ah, das sieht man doch von hier. Ich kann euch von hier aus sehen. Ja. Zack. Und weg ist der. Ja, ich finde den X-Ray-Effekt finde ich jetzt gar nicht so schlecht, ja. Muss ich schon zugeben. Schade nur. Verflucht. Okay. Mal ein paar Leute markieren. Okay, mehr habe ich vorher eh nicht gesehen. Irgendwo ist noch einer. Wo genau weiß ich, aber leider nicht. So, wann macht das nächste wie irgendwas Geräusch? Ich brauche ein Geräusch, komm. Ha, ich kann die jetzt gar nicht töten. Nee.
Das geht, glaube ich, nicht so gut. Ja, das ganze Game ist ein bisschen... Okay, los, komm. Komm. Headshot! So, ich hoffe, da kommt irgendwann noch ein Geräusch, bevor er die Wache sieht. Ja. So, noch einer. Ich meine, ja, dieser Slow-Motion-Effekt, ich weiß nicht, ob man den überhaupt abdrehen kann, aber zumindest habe ich den X-Ray-Effekt nicht so oft eingeschaltet, weil, ja, ist ein bisschen nervig auch, nach einer Zeit, ne? Ich probiere ihn einmal alleine und dann... Ich schätze mal so, ne? Na komm schon, nochmal. Einfach nochmal daneben geschossen, scheiße. Aber das erste Mal habe ich ihn sogar getroffen. Aber naja. So, ist noch einer irgendwo? Aber ich weiß, dass da... Ah, da unten, den hätte ich schon fast vergessen jetzt. In dem Haus ist ja noch einer. Hätte ich fast vergessen. Den mitzunehmen. Ja. Sonst noch irgendwo einer? Nö. So, Kopfschuss tot. Leiche durchsucht. Sehr schön. Mal sehen. Ich hoffe, ich rede nicht so leise. Ich habe letztens, also bei der zweiten Aufnahme zumindest, okay. So, und nochmal. Und da drüben ist noch einer. Oberboss, schön. Sind noch zwei. Mann gefallen! Scheiße. Mann am Boden! Ich verstecke mich mal hier. Okay. Okay, nochmal. Yay! Okay, so geht's natürlich auch, ne? Ja. Ich bin jetzt nicht der beste Schütze, aber es reicht. So, Moment, mal kurz da. Ah, doch, passt die. Die Sprache. Also zumindest hier ist ein bisschen laut. So. Latsch mal durch die Gegend. Da ist ja auch ein Haus. So, Leiche durchsuchen.
Stolpermine nehme ich mit. Das sind überhaupt ein paar Landminen. Okay, hier drinnen noch was. Nee, nicht wirklich. Also die Frage ist. Komm ich da rein? Na, man hätte sich hier auch, ich sag mal, herumschleichen können. Ah, man kann sich so hinschmeißen. Okay. Wirbelsäule und also durch den Hals, halt durch die Halswirbeln. Auch sehr ungeil. So, hier ist noch eine Mine und ein paar Granaten. Oder da, Stolpermine war das, okay. So, ja, man sollte eigentlich nicht. Nicht so frei durch die Gegend latschen, eigentlich. Drinnen werde ich wahrscheinlich Kopfschuss. Was ist denn das für eine Kacke? Kommen die einfach da so in die Ecke gelatscht? Ich bin auch nicht besser, aber trotzdem. So. Die Leute verstecke ich. Sind mir relativ egal. So, ich lade mal nach. Scheiße, ich habe nur noch 9 Schuss. Ah, nicht so geil. Das Problem ist, dass man hier drinnen. Relativ wenig sieht. Also auf die Weite. Okay. Scheiße! Alter, was bauen die denn da? Sieht mir stark nach Atomraketen oder so aus. Da oben ist auch einer.